In Marokko steigt die Zahl der Opfer nach dem verheerenden Erdbeben unaufhaltsam an. Inzwischen wurden mehr als 2000 Tote gemeldet und über 2000 Verletzte. Noch immer konnten einige betroffene Regionen jedoch nicht erreicht werden. König Mohammed VI. Rief nach einer Krisensitzung eine dreitägige Staatstrauer aus. Rettungskräfte aus mehreren Ländern, darunter auch das THW, packten unterdessen Hilfsmittel zusammen für den Fall, dass sie von Marokko angefordert werden. Der aktuelle Überblick an diesem Sonntagmorgen von Perdita Heise. Mit Spitzhacke und bloßen Händen arbeiten sich die Helfer durch die Trümmer auf der Suche nach Verschütteten, die hier zwischen Beton und Stahl noch eingeschlossen sind. Und die, die mit dem Leben davongekommen sind, trauen sich nicht mehr in ihre Häuser aus Angst vor Nachbeben, so wie hier in Marrakesch. Ganze Familien kauern auf dem Boden. Es ist schon die zweite Nacht in Folge, in der sie im Freien kampieren. Als ich in mein Haus zurückgegangen bin, habe ich überall Risse entdeckt, erzählt dieser Mann. Es muss erst mal von den Behörden überprüft werden, ob es überhaupt noch sicher ist, sich darin aufzuhalten. Jetzt sind wir hier, haben Hunger und Durst. Besonders schwer von den Zerstörungen getroffen, die Dörfer im Atlasgebirge. Viele von ihnen sind schwer zugänglich, liegen an steilen und kurvenreichen Serpentinen. Dabei liegen hier ganze Dörfer in Trümmern. Die traditionellen Lehmhäuser der Berber konnten der Wucht des Bebens nicht standhalten. Ich war gerade Wasser holen, als der Boden unter mir bebte. Die Wand unter der Säule stürzte ein und alles fiel zu Boden. Ich bin mit meinen Kindern auf die Straße gerannt. Als wir hörten, dass unsere Nachbarin unter den Trümmern eingeschlossen ist, sind wir zu ihrem Haus geeilt, um sie da rauszuholen. Ich habe gerade geschlafen, als das Erdbeben kam. Ich kam nicht mehr aus dem Haus, weil das Dach auf mich gestürzt ist. Meine Nachbarn haben mich befreit, indem sie die Trümmer mit bloßen Händen zur Seite geschafft haben. Jetzt lebe ich mit in ihrem Haus. Meins ist vollkommen zerstört. König Mohammed VI. Berief eine Krisensitzung ein und ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Es ist Tag 2 des G20-Gipfels in Neu-Delhi. Die führenden Industrie- und Schwellenländer setzten ihre Beratungen fort. Zuvor besuchten die Staats- und Regierungschefs die Gedenkstätte für den indischen Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi. Heute geht es vor allem um Reformen bei den Entwicklungsbanken und internationalen Finanzorganisationen. Bereits gestern hatte die G20-Runde sich auf eine Abschlusserklärung unter anderem zum Ukraine-Krieg und zum globalen Klimaschutz geeinigt. Allerdings setzten Russland und China sich durch, da es keine explizite Verurteilung des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine gibt. Kanzler Scholz wertet die Gipfelerklärung dennoch als Erfolg. Und wir schauen auf den Ukraine-Krieg an diesem Sonntagmorgen, denn die Hauptstadt Kiew ist in den vergangenen Stunden erneut von Explosionen erschüttert worden. Die Luftverteidigungssysteme seien im Einsatz, so Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko. Videos in den sozialen Netzwerken sollen den russischen Angriff zeigen. Trümmer seien über der Stadt herabgefallen. Nach bisherigen Angaben wurde dadurch ein Mensch verletzt. Im NATO-Staat Rumänien fand das Militär nach eigenen Angaben erneut Überreste einer mutmaßlich russischen Drohne im Grenzgebiet zur Ukraine. Wir schauen in die Ukraine, direkt nach Kiew, zu unserem Chefreporter Steffen Schwarzkopf an diesem Sonntagmorgen. Guten Morgen, Steffen. Also es gab wieder zahlreiche Drohnenangriffe auf Kiew. Noch sind die Schäden ja nicht genau zu beziffern. Wie hast denn du die vergangenen Stunden in der ukrainischen Hauptstadt erlebt? Ja, es war einer der massivsten Drohnenangriffe auf Kiew in der letzten Zeit. 1.30 Uhr ging das Ganze los. Natürlich auch die Sirenen, aber dann die Einschläge oder Detonationen vielmehr. Es gibt jetzt gerade in diesem Moment Informationen vom Generalstab. Da heißt es, dass insgesamt 25 Drohnen auf Kiew zugeflogen sind, dass die alle abgefangen wurden. Das ist relativ häufig der Fall bei diesen Drohnenangriffen, dass sie abgefangen werden können. Das Problem, das sind immer wieder die Trümmerteile. Und so war es auch jetzt in der Nacht. In insgesamt 4 Bezirken erfolgten diese Angriffe. Übrigens alle so im Nordwesten und Westen der Stadt, gar nicht weit hier von der Innenstadt entfernt. Und diese Trümmerteile, die haben Autos teilweise beschädigt. Ein Hochhaus ist in Brand geraten, was aber relativ schnell gelöscht werden konnte. Du hast den einen Verletzten auch erwähnt. Das Interessante ist, und wir haben das gestern erst im Laufe des Tages erlebt, dass diese Drohnen, die kommen ja in einem relativ flachen Winkel angeflogen. Deswegen oftmals auch für die Verteidigungssysteme wie Patriot und Iris-T sehr, sehr schwer überhaupt zu orten. Und deswegen ist es vor allem auch, so überraschend es sein und klingen mag, die Navy, die Marine,
die auf dem Dnipro-Fluss unterwegs ist und von dort aus Drohnen tatsächlich abschießt. Das haben wir uns gestern anschauen können. Da ist man fast effektiver dazu kommen. Zahlreiche Geparts natürlich, die in der Stadt sind, also die deutschen Schützenpanzer, die die Stadt schützen. Nichtsdestotrotz ist es halt tatsächlich so passiert, dass diese Drohnen zumindest diesmal das Stadtzentrum mehr oder minder erreicht hat. Oftmals werden die schon außerhalb abgefangen. Aber wie gesagt, die gute Nachricht, wenn man von guten Nachrichten sprechen will, ist, dass es keine Toten oder Schwerstverletzten hier gegeben hat. Wie siehst du das denn? Gibt es einen Zusammenhang der russischen Angriffe wegen des G20-Gipfels in Neu-Delhi? Und vor allen Dingen, was bedeutet die Abschlusserklärung des Gipfels für die Ukraine? Also ein Zusammenhang, da bin ich mir nicht so sicher, weil ja immer wieder dann auch letztens erst der US-Außenminister Blinken und andere hier in der Stadt sind. Also rein theoretisch kann man da natürlich immer sagen, das ist quasi symbolisch oder eine Botschaft oder Ähnliches. Ich glaube, das ist der übliche Terror, den Russland hier vor allem gegen die Hauptstadt ausübt. Was die G20-Abschlusserklärung angeht, da ist man hier in Kiew natürlich enttäuscht. Der Sprecher des Außenministeriums, der hat gesagt, das ist nichts, worauf man stolz sein kann. Und ich darf das erwähnen, der hat dann anschließend hat uns Journalisten noch eine sozusagen redigierte Fassung rausgeschickt, wo Russland ganz klar als Aggressor benannt wird, wo Russland aufgefordert wird, denn die Kriegshandlungen, die Aggressionshandlungen einzustellen etc. Also insofern kann man sich natürlich vorstellen, dass man hier wenig erbaut ist. Andererseits ist es immer eine Frage, was sind die Hoffnungen und was sind die Erwartungen? Hat man hier in Kiew erwartet, dass es mit Russland und mit China gemeinsam da eine deutliche Erklärung gibt? Nein, natürlich nicht. Also insofern ist man natürlich jetzt nicht glücklich über diese Erklärung. Man versucht ja immer auch Bündnisse zu schmieden. G7, NATO, die Europäische Union bei der G20, da wusste Kiew hier vorher, da wird möglicherweise oder wahrscheinlicherweise nicht viel bei rumkommen, um das so ganz lax zu formulieren. Steffen, danke für diese aktuellen Einordnungen in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Und du und dein Kameramann Andreas, passt bitte weiter auf euch auf. Wieder Drohnenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt. Wir wollen noch einmal live nach Marokko schauen, denn wir bekommen gerade aktuelle Bilder aus der Unglücksregion. Die Zahl der Opfer nach dem verheerenden Erdbeben ist ja unaufhaltsam weiter angestiegen. Inzwischen mehr als 2000 Tote, über 2000 Verletzte. Sie sehen hier auch die Schäden, die Menschen auf den Straßen. Sie haben sich dort in Sicherheit gebracht und noch immer konnten einige betroffene Regionen noch nicht erreicht werden. König Mohammed VI. Rief nach der Krisensitzung eine dreitägige Staatstrauer aus. Wir sehen also die Menschen dort auf den Live-Bildern. Hab und Gut, das, was sie zusammenräumen konnten, nur das Nötigste mitgenommen. Eine Situation, die natürlich für die Menschen dort fatal ist. Und damit wollen wir zu unserem Nordafrika- und Nahost-Korrespondenten Alfred Hackensberger schauen. Er ist für uns in Marrakesch. Ja, guten Morgen, Alfred. Wie kommen denn die Rettungskräfte voran? Wir können dich im Moment nicht sehen, aber wir hören dich. Ja, wir sind gerade irgendwie vor 2 Stunden hier angekommen in Marrakesch. Wir haben gesehen, dass ziemlich viele Krankenwagen aus der Stadt gefahren sind und die Opfer weggebracht haben. Und natürlich laufen die Rettungsarbeiten Tag und Nacht. Und ich meine, es ist wirklich ein tragisches Bild. Sobald man nach Marrakesch kommt, jede Grünfläche, ob Kreisverkehr oder Trennstreifen einer Straße, die sind auf diesen Schlafen, ist voll besetzt. Sie haben Angst oder sie haben auch ihre Häuser verloren. Es ist wirklich ein tragisches Bild, das man hier mitbekommt. Und die Opferzahlen steigen ständig und nicht in Marrakesch auch, aber vor allen Dingen in den Gebieten, die in der Nähe des Epizentrums liegen. Und dort liegt letztendlich die Hauptarbeit der Rettungskräfte. Alfred, du hast es für uns in die Unglücksregion geschafft. Wir sehen immer wieder, dass es einige Bildaussetzer gibt. Aber wir sind froh, dass du für uns zur Verfügung stehst. Und deshalb noch eine Frage. Marokko hat ja bisher keine internationale Hilfe angefordert. Wir haben gesehen auf den Bildern, wie hoch die Schäden sind. Warum hat die Regierung das noch nicht ausgeführt jetzt? Naja, ich meine, gestern war ich am Flughafen von Tanger.
Spanien angekommen sind, die sich dort gesammelt haben und dann anscheinend auf mit den marokkanischen Rettungskräften zusammen dann in LKWs nach Marrakesch fahren. Also es scheint sich etwas zu tun und es scheinen auch Leute aus dem Ausland anzukommen. Und vielleicht wird das offiziell nicht so vermittelt, aber tatsächlich haben wir es gesehen, dass etwas passiert. Und ich kann mir vorstellen, es haben so viele Länder, die Und Sie sehen es immer wieder, Aussetzer aus Marokko. Unser Nahost- und Nordafrika-Korrespondent Alfred Hakingsberger ist dort in der Unruhregion. Es gibt natürlich große technische Schwierigkeiten, aber zumindest scheint die Lage sich ein wenig beruhigt zu haben. Es bebt im Moment nicht, aber die Zahl der Toten und Verletzten steigt immer weiter. 2000 Tote, 2000 Verletzte, weit über dieser Zahl sind bereits gemeldet worden und wir werden Sie natürlich über den aktuellen Stand der Rettungsmaßnahmen in der Unglücksregion auf dem Laufenden halten. Ein harter Bruch und ein ganz anderes Thema, denn wir sind beim Sport. Was für eine Pleite. Also nicht nur den deutschen Fußballfans, auch mir. Ich muss ehrlich sagen, mir fehlen die Worte. Ich habe mir dieses Spiel gestern angeguckt und dachte, mein Gott, was ist das? Was liefert ihr da ab, DFB-Team? Ilkay Gündoğan ist der neue Kapitän, aber auch er konnte die Mannschaft nicht zum Sieg oder Unentschieden führen. Wolfsburg sah ein 1:4 gegen Japan. Und die Japaner, die haben verdient gewonnen, muss man ganz klar sagen. Fünftes Spiel ohne Sieg. Der Druck auf Bundestrainer Hansi Flick ist vor dem Aufeinandertreffen mit Vizeweltmeister Frankreich. Also am kommenden Dienstag in Dortmund damit nochmals angestiegen. Japan hatte Deutschland ja schon bei der WM in Katar besiegt und für das blamable Vorrunden aus der DFB-Auswahl gesorgt. Und für uns war Farina Fichtner-Zenker bei dem Spiel dabei. Und danach sprach Farina auch mit den Spielern und den Verantwortlichen. Guten Morgen, Farina. Ja, was für eine Pleite. Anders kann man das nicht sagen. Aber wer ist denn nun schuld für diesen desaströsen Zustand des DFB-Teams? Trainer Hansi Flick oder tatsächlich das Team? Ja, das wird rausgefunden werden müssen. Die Fans waren nicht. Die haben nämlich gestern richtig gut funktioniert. Da muss man mal was Positives sagen. Das hatten auch einstimmig Kimmich, Müller und Rudi Völler gesagt. Die haben wirklich noch versucht, eben die Mannschaft nach vorne zu peitschen, auch wenn die Rückstände da waren. Ja, es ist wirklich die große Frage, wo fehlt's? Hansi Flick stellt sich hin und sagt, ich bin der Richtige. Rudi Völler sagt, es tut uns gut daran, jetzt erst einmal richtig ruhig darüber zu schlafen, uns zu besinnen und dann eben hinzusetzen und zu schauen. Also da ist die Bekenntnisrichtung Hansi Flick nicht mehr so deutlich wie vorher. Kimmich sagte auch, es sind einfache Situationen, wo gar kein Druck hinterm Ball ist, wo wir trotzdem aber die Bälle verlieren. Auch Müller sagt, es ist die Defensive, die uns gestern das Knick gebrochen hat. Und man muss sich tatsächlich hinterfragen, haben wir die Qualität in Deutschland auch an Spielern, die eben für unsere Erwartungen wirklich dann gleichgesetzt werden können? Oder haben wir sie eben nicht? Eine große Aufgabe jetzt gegen Frankreich, Vize-Weltmeister. Die Gesichter waren gestern sehr, sehr lang. Bernd Neuendorfer hat sich erst gar nicht geäußert. Also das hat richtig wehgetan den Zuschauern, den Spielern. Das merkt man. Und ja, wie gesagt, die Spieler haben gesagt, wir müssen uns als allererstes hier hinterfragen. Der Trainer, der wurde gestern bei der Argumentation so ein bisschen außen vor gelassen. Ja, vor allen Dingen muss ich Kai Havertz fragen, was er da für ein Ding abgelassen hat. Vor dem Spiel hat er die Fans noch kritisiert, dass sie Deutschland nicht unterstützen würden. Dann haben sie ihn unterstützt und Havertz hat eine miserable Leistung abgeliefert. Farina, danke dir für den Moment nach Wolfsburg. Und besser machen können es unsere Basketballhelden, denn heute das Finale. 14.45 Uhr. Deutschland gegen Serbien ist natürlich auch ein Brocken, aber die Jungs haben Geschichte geschrieben, haben überzeugt und jetzt können sie sich selbst krönen. Der Sieg gegen die Basketball-Großmacht USA, der siebte Erfolg im siebten Spiel für Deutschland bei dieser WM. Doch Bundestrainer Gordon Herbert bringt es auf den Punkt. One more to go. Wir haben noch einen Schritt zu gehen. Lasst die Spieler diesen Erfolg jetzt genießen. Aber wenn wir aufwachen, ist es auch wieder vorbei. Dann müssen wir uns auf Sonntag vorbereiten. Deutschland hat im Halbfinale gegen die USA überrascht, genauso wie Serbien gegen Kanada.
Und das, obwohl bei den Serben der Beste gar nicht dabei ist, Nikola Jokic, vergangene Saison NBA-Champion mit den Denver Nuggets. Nationaltrainer Svetislav Pesic sagte vor der WM, dass Jokic weder körperlich noch mental bereit sei. Und trotzdem geht es jetzt um den Titel. Finale ist Finale. Es ist das allerletzte Spiel. Egal gegen wen wir spielen, es wird auf jeden Fall schwer. Wir müssen gewappnet sein. Da hat Pesic noch nicht gewusst, wer der Finalgegner sein wird. Jetzt ist klar, er trifft auf seine zweite große Liebe. 1993 hat Pesic als Trainer mit Deutschland die Europameisterschaft gewonnen. Darauf können die DBB-Korbjäger nun keine Rücksicht nehmen. Denn es ist klar, im historischen WM-Finale soll jetzt auch der letzte Schritt gegangen werden.